Hallo Leute, ja, jetzt sind wir hier wieder in einem Transport-Tycoon. Wir haben immer noch den Bahnhof, der hier viel zu viel Holz hat. Da haut auch schon wieder was ab, wie wir sehen. Müssen wir dran arbeiten, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen in dem Zwiespalt, wo ich noch nicht weiß, was wir hier tun sollen. Ja, ich glaube, wir haben in dem Spiel so gut wie alles gehabt, ne? Das heißt, wir haben Autos unterwegs, wir haben Züge unterwegs, wir haben Schiffe unterwegs, wir haben Flugzeuge unterwegs. Und mehr kann man hier nicht machen. Wir können jetzt noch 1000 Städte anbinden oder Produktionsstätten anbinden, aber irgendwie ist da jetzt nicht mehr so das Ziel für mich da. Da suche ich jetzt noch, ne? Alle Sachen anschließen? Gladbeck Bauernhof, ja, da kräht ein Hahn und ich weiß nicht, also irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie ist der Reiz in dem Spiel jetzt eigentlich dadurch, dass man alles hat, so ein bisschen raus. Liegt wahrscheinlich auch hier dran, dass man hier 5,8 Milliarden mittlerweile auf dem Konto hat. Und ja, ich sehe jetzt hier irgendwie nicht so den Reiz mehr. Schauen wir mal gerade das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ist jetzt auch nicht so, dass ne, die Zahlen schlecht sind hier beim Zugucken oder so. Ich sehe, da sind schon Aufrufe da, sind auch Likes da. Ab und zu kommt auch mal ein Dislike, ne? Aber ist ja auch alles halb so wild. Aber was kann ich denn jetzt hier noch machen? Ne? Ich sehe jetzt gerade nicht so den Reiz mehr leider da dran. Ne? Das Spiel ist jetzt durch für mich so irgendwie so gefühlt. Ne? Ich finde jetzt auch ein bisschen schade, dass das Tool zum Bauen nicht so optimal ist. Ja, hier, das sieht auch alles ganz schick aus hier, die Häuser und sowas. Ne? Den Fahrzeugen, die Straßen und so, naja, es ist keine deutsche Stadt, ist mehr so eine amerikanische Stadt bei dem Schachbrettmuster von den Straßen. Aber ist halt so, ne? Und ja, sowas hier, ne? Wie so ein Eisenbergwerk haben wir angeschlossen. Da fahren schon LKWs hin und her, glaube ich, ne? Ne, der ist noch nicht angeschlossen, sehe ich gerade, oder? Ne, der ist nicht angeschlossen, da geht nur eine Straße hin. Wir haben die Straße zum Durchfahren genutzt. Das sind so Sachen halt alles, ne? Hier, der Bahnhof. Da kommt jetzt gerade ein Zug an, der, ja. Ist jetzt so eine Geschichte. Ich weiß es noch nicht, ne? So ein bisschen ist jetzt gerade der Reiz raus aus dem Spiel. Hier, solche Sachen hier mit dem Dingens, war jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Ich muss hier so einen Tunnel bauen, der da die Dingens, sag schon, die Schiene drüber führt. Ah, ja. Hier, guckt euch diese Konstruktion an. Die sieht auch nicht toll aus, ne? Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen, ja, baff von dem Spiel gerade. Das sieht alles top aus. Kannst hier reingehen, siehst hier schöne Tanks, ne? Hier Müllkisten, Schrottkisten. Hier ist noch ein Lager, Außenlager mit Holzkisten. Schicke Autos fahren hier. Aber das mit dem Überholen der Autos zum Beispiel, das funktioniert glaube ich auch nicht, ne? Oder? Obwohl, jetzt hier fährt der doch tatsächlich an dem Bus da dran vorbei, oder? Klappt das? Ja, mittlerweile klappt es wohl. Früher, aber hier sieht man es, ne? Zweispurig. Und die fahren alle strikt da hinterher. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so prickelnd. Dieses Dören wächst jetzt auch nicht gerade besonders viel. Weiß nicht warum. Weil angeschlossen ist ja auch alles. Obwohl, hier haben wir kein Dingens, sag schon. Zugbahnhof sozusagen. Da sind andere Strecke, die einen Zugbahnhof haben, wahrscheinlich besser unterwegs, so wie diese hier. Ne? Da gibt es einen Personenzug, Kettemers Mühle. Schauen wir mal ins nächste Örtchen hier, was mit dem Bus, ja, hier Eibenstock, aber Eibenstock ist wiederum nicht so groß, ne? Obwohl auch eine Anbindung da ist. Hier gibt es keine großen Hochhäuser. Keine Ahnung, warum das so ist. Binnen. Hier hinten ist der Anschluss. Fahren die Leute auch mit dem Bus durch. 15 stehen da, 3 stehen da, hier steht gar keiner. Vielleicht war gerade der Bus da. Flughafen, oh doch, es stehen hier tatsächlich 23 Leute. Ist aber geschuldet, da können jetzt nicht 900 Leute in so einen Flieger einsteigen und hier quer über die Karte, muss ja auch so ein bisschen angepasst sein. Das ist schon okay so, ne? Hier 33 Passagiere beim Zug. Ja, realistisch ist sicherlich was anderes, ne? Da sind wir bei Simotrans besser aufgehoben. Obwohl es
optisch nicht so schön ist, ist aber das Wirtschaftssystem in meinen Augen da besser, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Schemmerhofen. Hier fährt nur ein Bus hin, ne? Hier ist kein Dingens. Hier gibt es dicke, fette Hochhäuser. Ja. Ich würde jetzt die Folge erstmal hier beenden und würde gerne von euch Kommentare haben, was wir weitermachen sollen mit dem Spiel. Ich bin echt so ein bisschen da überlegen, dass wir da ein Ende setzen. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, ein neues Spiel anzufangen, weil ich glaube, die Karten sind irgendwie alle auch so, ja, immer wieder gleich in Anführungsstrichen. Da macht auch keinen Unterschied. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee und schreibt mir das in den Kommentaren. Ich würde jetzt erst hier einen Cut machen und ja, wir sprechen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schreibt mir Kommentare, sonst mache ich ein paar eine Umfrage noch irgendwie daraus, was wir damit machen sollen. Und ja, sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge und da entscheiden wir dann, was wir mit dem Spiel machen. Alles klar. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.